So, Birmingham steht an. Meine Damen und Herren, hier muss ein Sieg her. Das ist ganz klar im Carabao Cup. Darf man sich keine Blöße geben. Das ist der eine etwas brillante Sache, die man da schon etwas ernsthafter angehen muss. Wenn wir trotzdem mit der B11 spielen, im Fitnessmäßig, was in der Liga nicht so läuft, ist der Cup natürlich auch zweistellig, aber wir wissen, müssen die Jungs und können die Jungs auch hier hoffentlich was bewegen und bewirken. Nichtsdestotrotz, Anstoß erfolgt von uns. Und hier die erste wunderschöne Aktion von Atanga. Ja, Garnier spielt auch hier natürlich. Denke ich mal. Fester Bestandteil jetzt der A-Mannschaft, ja. Valentin Zauner. Ja, der sich sehr gut entwickelt hier bei uns. Schmidt. So, Kapral. Mit dem Pass ins Nebentor.
kein Durchkommen hin, diese Abwehr. Aber diese 1 gegen 1 Situation, die sind Garnier eigentlich noch nie wirklich gut gelegen. Guilherme Alves mit der gelben Karte. Und jetzt steht es 1-0:1. Kiftenbild. Kiftenbild. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Gut, jetzt ist Garnier im Spiel. Der junge Mann hat auch schon eigentlich in der zweiten Liga jetzt ein paar Mal eingenetzen können. Und auch ein bisschen von sich überzeugen können. Namensvetter. Und Topstimme bei uns. Bis jetzt auch noch keine Fehler erkannt. Birmingham Das nächste Spiel ist gegen Watford in der Premier League. Substitution
position for Birmingham City. Coming off the pitch, number six, Mikel Kuitenberg. To be replaced by number 21, Jason Lowe. Substitution for Birmingham City. Coming off the pitch, number 44, Nicholas Watson. Coming onto the pitch, number 10, Lucas Jupiter. Oh. Jawohl! Was auf Barrett! Ausgleich! Sehr schön gemacht von Rossi hier. Schöner Lauf sieht der Barrett und der schließt es auch sehr eiskalt ab. Nicholas Barrett. Mit dem Ausgleich. Nochmal über Rossi und Odysseas. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes at a time. Was für Schlussminuten hier. 85. und 90. Nicholas Barrett. Oh mein Gott, es ist vorbei. Weiterkommen im Cup besiegelt ein Sieg wieder seit langem. Uff. Das gibt natürlich Motivation. Für Watford unter anderem. Die jetzt schon dran sind eigentlich. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao.